Willkommen zu Hause, willkommen bei Ländle TV und damit ein herzliches Grüß Gott zu einer neuen Ausgabe vom Ländle TV Wochenmagazin. Vergangenes Wochenende war einiges los in Frastanz. Das traditionelle Bockbierfest stand auf dem Programm und auch wir waren mit dabei. Einige Eindrücke davon gibt es jetzt. Tausende Gäste pilgerten auch in diesem Jahr zum legendären Bockbierfest nach Frastanz. Gestartet hat das Bockbierfest-Wochenende am Freitag mit einem offiziellen Festakt. Das Who is Who aus Politik und Wirtschaft traf sich in Frastanz, um bei diesem Fest der Spitzenklasse mit dabei zu sein. Ja, das kann man mit Fug und Recht behaupten. Frastanzer ist ein Symbol, Frastanz im ganzen Land. Und der Bockbieranstieg ist natürlich immer ein besonderes Erlebnis. Auch Landeshauptmann Markus Wallner ließ es sich nicht nehmen, mit dabei zu sein. Ja, ich bin eigentlich jedes Jahr dabei und das seit vielen Jahren. Es ist in meiner Heimatgemeinde, es ist das Frastanzer Bier. Da gehört ein Landeshauptmann zum Volk und er gehört auch in dieses Zelt. Jetzt freuen wir uns natürlich auf den Anstieg. Den sollte ich ja persönlich vornehmen. Es warten schon alle ganz gespannt, ob das funktioniert. Also wir werden das Bier ordentlich zischen lassen. Eröffnet wurde die Veranstaltung von dem Geschäftsführer der Brauerei Frastanz, Kurt Michelini. Dem folgte sogleich die Rede des Bürgermeisters, der das Bockbier natürlich lobte. Jene, die den Frastanzer Bock noch nie genossen, haben schon den kapitalsten Bock geschossen, heißt es doch bei Lothar Galaun. Gleich Goethe gar, sag mir, welches Bier du trinkst, und ich sage dir, ob du dich im Paradiese findest. Wie vom letzten Jahr bekannt, war auch der Bierbaron Gambrinus wieder Teil des Programmes. Die Politik des Landes wurde dabei natürlich nicht verschont. Was hat sich dort der Sausi da heil umärgern müssen? Ja, logisch, mit der absoluten Mehrheit sind alle anderen in Opposition. Oder? Ja, und du hast den größten inhaltlichen Gegner der eigenen Regierung. Und die Opposition besteht aus einem roten Zwerg und einem blauen, weil ich aber Bürgermeister wäre. Nach dem Gambrinus war es dann soweit, das Bockbier konnte angestochen werden. Der Anstich wurde durch den Landeshauptmann durchgeführt, ein kräftiger Schlag und das Bier floss. Die Stimmung im Festzelt konnte nicht besser sein. Die Fegerländer heizten den Besuchern so richtig ein. Wir haben jetzt, glaube ich, das 24. oder 25. Bockbierfest. Jedes ist immer noch größer geworden und der Zuspruch von den Leuten ist hervorragend. Also es macht richtig Spaß. Es ist ein riesiges Fest und 25.000 Besucher. Hammer. Wenn man in die Zukunft blickt, wie soll es weitergehen? Ja, das frage ich mich auch ab und zu. Das wird noch spannend. Aber wir sind voll motiviert und sind uns sicher, dass wir im nächsten Jahr wieder was toppen können. Etwas, was man immer wieder hört, ist nicht, dass bei euch die Quantität einen großen Wert hat, sondern die Qualität. Wie macht ihr das? Ja, das ist eine Frage der Prioritäten und wir sind eher der Auffassung, wir machen ein gutes Bier, das hat seinen Preis und wir hoffen, dass wir nach wie vor genug Leute haben, die auch bereit sind, für eine gute Qualität einen fairen Preis zu zahlen. Und siehe da, das funktioniert doch. Die Leute spüren das. Wir sind faire Partner und bei uns ist noch keiner reich geworden. Wir stecken alles in die Qualität. Thema reich werden, die Brauerei ist eine Brauereigenossenschaft, das heißt, da stecken sehr viele Personen im Hintergrund. Wie ist das genau aufgebaut? Unsere Eigentümer sind eigentlich die Wirte, also auch unsere Kunden, die sich damals zusammengesetzt haben und gesagt haben, wir machen unser eigenes Bier. Und diese Notwendigkeit ist eigentlich heutzutage noch viel größer als damals. Heute werden wir in der Welt dominiert von ein paar wenigen Brauereikonzernen, die uns sagen, was wir zum Trinken haben. Und das kann es eigentlich nicht sein. Und da sind wir ein kleines gallisches Dorf, das seht, nein, wir brauchen unser eigenes Bier. Am Freitag und Samstag wurde bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Am Sonntag war es dann soweit, der bereits im Ländle bekannte Bus wurde verlost. Ein glücklicher Gewinner konnte sich über den Frastanzer Partybus freuen. Also ich kann es gerne nicht glauben noch, aber ich bin richtig glücklich. Also mein Bub hat es auch gewinnen wollen.
sind halt eingewohnt, aber er darf, mit dem Umzug darf er mitfahren. Also das ist für mich so überraschend gekommen. Ich kann jetzt gleich sagen, was ich mit dem alles tue. Also sicher eine Gaudi Hanne und wir werden ein Fest machen. Das war wieder ein Wochenende, wie man es nicht oft in Vorarlberg erlebt. Man darf sich schon auf das nächste Jahr freuen. Das Bockbierfest 2015 war wieder ein voller Erfolg. Rund ging es auch in Lustenau. Die Oberscheider Carworld feierte das 30-jährige Bestehen. Und auch dort waren wir mit dabei. Am Samstag, den 12. September, feierte die Oberscheider Carworld ihr 30-jähriges Bestehen. Gefeiert wurde dabei nicht im Kleinen, sondern ganz groß und das ganze Land durfte mitfeiern. Als Tuningwerkstätte bekannt, durften natürlich die Schmuckstücke untertags nicht fehlen. Die hochgezüchteten Boliden standen dabei im Mittelpunkt. Neben den modernen waren auch restaurierte Klassiker zu finden. Für Unterhaltung wurde den ganzen Tag gesorgt. Ein Highlight war bestimmt die Verlosung des Tandem-Fallschirmsprungs, die noch am selben Tag durchgeführt wurde. Dass auch bereits Kinder von Autos begeistert sind, konnte man bei der Kinderkartbahn sehen. Bereits die Kleinsten hatten Riesenspaß mit den Karts. Bereits am Nachmittag wurde mit Wolfgang Werokai für Stimmung gesorgt und einem geselligen Beisammensein stand nichts im Wege. Der Abend brachte dann noch die Tanzfläche zum Beben. Ja, wir haben natürlich eigentlich sehr viele schöne Autos da gehabt. Angefangen über Oldtimer bis wirklich zum Allermodernsten. Wir haben Jaguar E, Jaguar X gehabt. Wir haben Mustang da gehabt, alte Corvette, neue Corvette, Lamborghini Huracan, was top aktuell ist. Also wir haben wirklich durch die Bank die ganze Palette, die wir auch eigentlich betreuen, in unserer Kundschaft, da haben wir da gehabt. Ja, mit unserer Tunerei ist es das so, dass wir ein eigenes Gerät entwickelt haben, der iPro. Und das ist ein Gerät, wo unsere Partner kaufen können, mit dem sie selbstständig vor Ort Tuning machen können. Und das vertreiben wir weltweit. Wir haben da einige Partner da heute. Natürlich sehr viele aus der Schweiz, die aufgrund der Grenznähe nicht wahnsinnig weit zum Fahren gekommen, aber sowohl auch von Holland wie von Deutschland, sogar von Ostdeutschland haben wir Kollegen da. Und sind doch einige gekommen, wo wir nicht so erwartet haben. Ja. Ein volles Festzelt jubelte mit den Meisterrockern. Die Kunden, Freunde und Bekannte waren sichtlich begeistert. Also wir haben in den letzten 25 Jahren, glaube ich, zusammen sehr erfolgreich arbeiten können und wir haben immer mit sehr, sehr viel Freude und Spaß mit uns aufeinander verlassen können. Und ich hoffe, dass es noch weitere 25 Jahre so gehen kann. Das ist mit Abstand, glaube ich, das außergewöhnlichste Betriebsjubiläum, was ich je erlebt habe. Und man ist hierher gekommen mit einer völligen Begeisterung. Man hat gesehen, mit Fallschirmspringen, mit Oldtimer-Ausstellung, mit exklusiven Fahrzeugen. Jetzt diese Abendveranstaltung. Es ist nur außergewöhnlich und beeindruckend. Also ich wünsche mir für mich und für die Familie Oberscheider natürlich eine weitere Zusammenarbeit, eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Aber ich glaube, so wie ich die Oberscheiders kennengelernt habe, steht dem nichts im Wege und da sind sie schon am richtigen Wege. Ohne den Einsatz der ehrenamtlichen Helfer des EHC Lustenau wäre so ein Event aber nicht umsetzbar. Der ganze Erlös des Events ging dabei in die Vereinskasse des EHC. Wir haben mit dem EHC Lustenau ein Kombipaket gemacht, wo wir Synergien haben. Der EHC Lustenau hat mir die ganzen freiwilligen Helfer zur Verfügung gestellt, haben alles organisiert. Mein Bruder und ich haben geschaut, dass wir mit diesem Zelt gemeinsam eine tolle Party bringen und dass wir auch einmal eine Party machen bei uns in der Firma. Wir haben das in dieser Art noch nie gemacht. Es war ein Volltreffer. Wir haben ein schönes Programm gehabt. Also ein Highlight ist einfach, dass man Punkt für Punkt die Probleme bewältigt und mit meinem Bruder eine ganz gute Partnerschaft haben, so dass wir gemeinsam ein super Team sind. Wir haben irrsinnig tolle Mitarbeiter, die natürlich unsere Träume realisieren und tolle Kunden braucht es dazu. Gut, wir haben schon ein paar gute Ideen. Die nächste Idee entsteht ja schon in Rankweil mit der großen Indoor-Waschanlage, die erste in Österreich. Und wir haben schon ein paar Ideen, wo dann noch im Nachhinein kommen, aber da will ich jetzt nicht zu viel verraten. Ein gelungenes Firmen-Event, wie man es bestimmt selten sieht. Bis in die frühen Morgenstunden wurde noch gemeinsam das 30-jährige Bestehen gefeiert.
In den ersten beiden Teilen vom Ländle-Talk mit Jörg Kachelmann ging es unter anderem über seine Kindheit, seine Ausbildung bis hin zu dem dramatischen Tag seiner Verhaftung am Flughafen in Frankfurt. Wie die Geschichte weitergeht, das erfahren Sie jetzt. Sie sehen nun den dritten Teil vom Ländle-Talk mit Jörg Kachelmann. Ich wünsche Ihnen spannende Minuten. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe mit dem Ländle-Talk Jörg Kachelmann. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind und ich verspreche Ihnen eine ganz, ganz spannende Sendung. Herr Kachelmann, hat die Hauptklägerin Claudia D. in diesem Fall? Dinkel, man kann den Namen auch sagen. Ist Claudia Dinkel, wohnt in Vorarlberg, es ist wurscht. Ich wollte es nicht sagen. Man darf den Namen sagen. Ich meine, sie hat sich in der Bunte und was weiß ich in welchen Zeitschriften selber gezeigt. Also sie hat, man darf den Namen ohne Problem sagen. Ja. Aber wenn ich jetzt zur Hauptklägerin komme, hat sie nicht anderen Frauen einen Bärendienst mit dieser Geschichte erwiesen? Da gibt es ja wirklich viele Frauen, die tatsächlich vergewaltigt wurden, auch bedroht werden mit Messer etc., was bei Ihnen der Fall und die Anschuldigung war. Sie hat doch einen Bärendienst den Frauen getan, die wirklich vergewaltigt werden. Ja, das ist das, was mir immer wehtut, dass Frau Dinkel jetzt nicht mehr, aber eine Zeit lang so große Frauensolidarität erfahren hat. Weil, wie Sie richtig sagen, jede Falschbeschuldigerin macht es für ein echtes Opfer schwierig, als Opfer anerkannt zu werden, weil es dann zumindest bei manchen dummen Männern so sein wird, die dann denken, ja, womöglich sind jetzt alle Falschbeschuldigerinnen. Das ist natürlich nicht der Fall. Ich habe in meinem Leben auch das, ist ja auch durch die Gazetten gezogen worden, zum Teil richtig, zum Teil auch falsch. Ich habe viele Menschen kennengelernt, auch viele weibliche Menschen kennengelernt und ich habe vielleicht 10 Frauen kennengelernt in meinem Leben, nicht alle gleich nah oder so, die mir berichtet haben, dass sie mal früher in ihrem Leben vergewaltigt worden sind. Und das war in jedem dieser individuellen Fälle, war das ein furchtbares Verbrechen, was diese Frauen auch lebenslang verändert hat. Also das ist mit der Zeit, konnte ich das auch immer schon, habe ich bemerkt, irgendwas ist im Leben passiert und dann wurde das dann erzählt und so. Und es ist ein furchtbares Verbrechen. Und deswegen hat mich das auch, weil mich das auch schon früher, ich habe immer versucht, diese Frauen dazu zu bringen, noch Anzeige zu erstatten. Und die haben dann einfach für sich einen anderen Weg gewählt. Nicht und nie, weil sie gedacht haben, sie werden dann nicht die Verurteilung des Täters erreichen. Aber die haben einfach selber einen anderen Weg gefunden, damit abzuschließen. Und ich habe das nie verstanden. Ich habe auch immer gesagt, du musst den noch anzeigen, es ist noch nicht verjährt. Und bring den ins Gefängnis. Und sie sagen ganz richtig, deswegen war das für mich auch immer schwer, dass ich jetzt irgendwie dort durch Frauenorganisation nach Alice Schwarzer und so weiter, die sich auf die Seite einer Verbrecherin gestellt haben. Nur weil es eben in das Schema passt, Mann gleich Täter, Frau gleich Opfer. Und mir geht es einfach drum, auch in meinem medialen Kampf immer noch, um einfach die Feststellung, ja, Männer können Täter und Frauen Opfer sein, aber es gibt auch Verbrecherinnen. Und ich habe gerade kürzlich wieder irgendwie einen furchtbaren Bericht gesehen irgendwo. Da hat eine Frauenfußballerin in Brasilien hat einer anderen Frauenfußballerin in den Kopf getreten. Und der ganze Bericht ging nur darum, ja, dass jetzt doch die Frauen so jetzt plötzlich sind wie die Männer und so furchtbare Sachen begehen. Und es ist nicht jeder, die Gewalt und Verbrechen kommen nicht immer nur von Männern. Oft durchaus, aber es gibt auch, und das zeigt auch, wahrscheinlich ganz viele Erfahrungen und Männer, die schon Scheidungsschlachten miterlebt haben und so weiter und die schon um ihre Kinder gekämpft haben und wissen, mit welchen furchtbaren Mitteln da zum Teil um Sorgerechte gekämpft sind, die werden mit mir einig sein. Auch Frauen können, Verbrecherinnen können ganz furchtbar, können gewalttätig sein und ganz furchtbare Dinge tun. Mir ist das jetzt passiert. Und wie gesagt, es gibt ja auch noch diese moralische Komponente. Sie haben es jetzt noch nicht angesprochen. Ja, er hat vorher halt mehrere Frauen parallel gekannt. Ich bin jetzt stolz auf die Zeit, das ist nicht super. Nur hat es nicht
mit diesem Verbrechen zu tun. Also darf ich aus dem Buch kurz zitieren? Das hat mich ganz am Anfang bei diesem Buch schon so fasziniert. Sie haben ganz am Anfang gesagt, wenn es ein Verbrechen ist, mehrere Frauen zu haben oder auch mehrere Frauen parallel, dann bin ich ein Verbrecher. So ungefähr sind. Ich habe es, glaube ich, nicht so geschrieben. Aber so ähnlich. Also wenn ich was Falsches getan habe, dann war das, aber das andere war es nicht. Und das hat mich eigentlich schon gleich in den Bann gezogen. Ja, natürlich, das kann so sein, aber es ist, es ist kein Verbrechen. Es ist nicht der Idealfall. Es gibt sicher noch zwei andere in Vorarlberg, denen das schon passiert ist. Ich war auch damals nicht verheiratet oder so. Aber okay, wie gesagt, ich bin jetzt stolz auf die Zeit. Ich könnte auch jetzt 100 verschiedene Entschuldigungen bringen, warum das damals so war und warum es nicht anders war. Aber nochmal, das hat nichts damit zu tun, eben aus diesem Grund. Das ist auch eben das, was mal meine Frau mit dem Begriff Opfer-Abo eben beschrieben hat, dass Frauen, selbst wenn sie so ein Verbrechen begehen, das dann gesucht wird, ja, warum hat sie sowas gemacht? Das ist auch das, was mich stört. Wenn Frauen furchtbare Gewalt gegenüber Kindern ausüben, dann ist es dann eher gerne ein Familiendrama, wo gesucht wird, warum hat sie das jetzt gemacht, während Männer dann die furchtbaren Monster sind. Ich möchte einfach auch Emanzipation in dem Bereich haben. Männer können Schweine sein, aber Frauen auch. Darf ich das Monster aufgreifen? Mir ist es vorgekommen, auch in der Berichterstattung, es war ja damals unfassbar, die Berichterstattung durch alle Medien, übrigens auch in Österreich. Ich will hier keine Medien nennen. Ich habe zum Glück im Häfen kein Internet gehabt. Ich habe nicht geschaut, was die Österreicher, sonst müsste ich die auch noch verklagen. Okay, dann wenn ich nicht, wo es gekommen ist. Ja. Aber es haben natürlich... Ich hoffe nicht bei Ländle TV. Nein, Ländle TV hat nicht darüber berichtet. Sonst müsste ich gerade sofort das Studio verlassen. Wir haben bewusst nicht darüber berichtet, aber ganz ehrlich, wir haben nicht darüber berichtet, aber das Unfassbare an dieser Geschichte war, sind wir wirklich alle aufgesprungen. Und wenn ich das im Buch lese, Sie haben ja bewusst im Gefängnis versucht, das alles nicht mitzubekommen. Aber im Nachhinein haben Sie natürlich einige Sachen mitbekommen, die da gelaufen sind. Waren Sie im Nachhinein schockiert? Ja, ich habe es ja zum Teil auch von meinen Mitgefangenen gehört. Ich habe sehr viel Musikfernsehen gehört. Ich habe das Wesen der Klingeltöne habe ich gelernt in meiner Gefängniszeit und so, weil ich habe immer die Sender geschaut, wo dann nicht plötzlich im Ticker wieder irgendwas unten über mich drüber gelaufen ist. Und ich habe ja auch dann langsam ein bisschen die Hoffnung verloren, dass es so einfach ist. Es war ja all diese Gutachten, wo in denen klar wurde, dass diese Frau sich diese Verletzungen selbst zugefügt hat. Die waren ja schon von Anfang an da. Nach drei Wochen? Nach drei Wochen waren die da. Im Prozess wurden die aber ganz am Schluss gebracht, um sozusagen die Spannungskurve hochzuhalten und weil das Gericht auch wirklich mit großer Verzweiflung versucht hat, irgendwas zu finden gegen mich, womöglich irgendeinen Ersatzvorwurf oder noch irgendwas, um mich dann eben, um letztendlich auch rechtfertigen zu können vor dem deutschen Staat, vor Baden-Württemberg, dass die Millionen ausgegeben haben, obwohl von Anfang an klar war, es war eben nie so, wie es beschrieben wurde, wer weiß, entweder es war so oder so, es war von Anfang an sonnenklar. Deswegen strebe ich auch die Verurteilung der Täterin an, weil es eben so sonnenklar ist. Ich brauche nur einfach einmal ein Gericht, das den Mumm hat, sozusagen zu sagen, ja, es war von Anfang an klar. Und ich habe dann natürlich aber gesehen, dass alle diese eindeutigen Dinge, auch als diese Frau dann gelogen hat, rauf und runter, das hat alles nichts gemacht. Die Staatsanwaltschaft hat gesagt, ja, sie haben zwar gelogen, aber wir lassen ihn trotzdem nicht raus. Und ich hatte ja doch am Anfang, habe ich gesagt, ja, der Piefke mag zwar loppert sein, aber er macht es auch irgendwie in Ordnung. Darum muss ich jetzt auch fast jedes Mal loppert der Piefke sein, auch wenn ich ganz historisch selber mal einer war. Wir sind ja erst mit 4 in die Schweiz gekommen und vorher war ich... Ich war ja auch mal ein Piefke, ein Loppert. Und ich habe recherchiert. Ja, genau. Ich habe aber so gern die Piefke-Saga geschaut, die 4 Teile. Und ich fand auch den 4. Teil sehr schön. Ich boxe nimmer, baut's mich um, hat der Herr Weinzierl damals gesagt, als wir wunderbare Sendung vom Herrn Mitterer. Ich bin immer dafür, dass ihr die Rechte kauft, mal wieder, und alle 4 Teile der Piefke-Saga
wieder mal sehen. Sie haben es hoffentlich auch mal gesehen. Ja, natürlich habe ich es gesehen. Und natürlich würde ich es auch gerne ausstrahlen. Im Moment fällt uns das die kleinen Eier raus. Aber du musst der Liebherr muss eingreifen. Liebherr muss eingreifen und die Piefke-Saga zeigen. Ja. Der Sattmann. Wunderschöne, wunderschöne Vierteile gesehen. Also kurzum, ich habe dann gesehen, dass, obwohl es so eindeutig war, dass die, waren vollkommen unbeeindruckt. Die waren in richtig einem Blutrausch. In einem Blutrausch wollten die mich sozusagen zur Strecke bringen und zeigen, so dass sie auch die wollten natürlich auch alle befördert werden und so und zeigen, ja, der Prominent, wir bringen jetzt den Prominenten zur Strecke. Und deswegen, ich musste natürlich auch im Gefängnis versuchen, die Kraft zu behalten. Letztendlich das alles durchzuhalten und einfach zu hoffen, dass am Ende Recht und Gerechtigkeit, wie das Buch sagt, sich durchsetzen. Und dazu hat auch gehört, dass ich all den Schwachsinn, der über mich gesendet wurde, ich meine es auch die ganzen privaten Sachen, die da kamen, 80% waren frei erfunden, gelogen und sind inzwischen alle verboten worden. Nur das Problem ist, das ist natürlich irgendwie draußen, all dieser Unsinn, wem ich alles die Ehe versprochen hätte und was weiß ich, alles frei erfundener Schwachsinn. Aber das Problem war, dass man natürlich damals auch als Frau schnell 5.000, 10.000, die eine hat 50.000 Euro gemacht dafür, dass sie irgendeine Räubergeschichte erzählt hat. Also das war eine richtige Geldmaschine. Und die Medien haben gar nicht erst kontrolliert, ob die denn wirklich gekannt hat. Und so, ja, erzählt noch irgendwas Böses über den Kachelmann, nehmen wir 10.000 Euro. Und das haben natürlich auch viele Frauen genutzt. Und entsprechend kam auch so viel Schwachsinn in den Medien. Das ist ja auch Ende September, kommt jetzt das Urteil raus in Köln, wie viel Strafe, Schmerzensgeld im Idealfall muss Springer zahlen für den Schwachsinn, den sie geschrieben haben. Werden wir dann sehen. Ich werde natürlich aber allerdings ganz lange nichts von dem Geld sehen, weil die das natürlich bis zur letzten Instanz ziehen werden, sodass ich niemals was von dem Geld sehen werde und immer höhere Anwaltskosten habe. Das ist halt eben der Charme, wenn man gegen einen widerwärtigen Großkonzern wie Springer kämpft. Das darf man erwähnen, an dieser Stelle ist ja nichts Geheimes. Die Schmerzensgeldforderung in dieser Form liegt über 3 Millionen Euro. Die hat sich nicht ganz ausgegeben. Wird sich womöglich nicht ganz ungefähr ausgeben. Ungefähr bei 3 Millionen Euro liegt und das Urteil wird erwartet. Also Burda ist ja schon weg. Das waren die drei, das wäre noch mit Burda inklusive. Ich glaube, Springer ist jetzt noch mehr die Forderung 2¼. Ja. Der Rekord bisher ist 400.000. Ja. Das ist, Deutschland ist nicht das Land in USA, wäre ich jetzt möglicherweise schon für das Unrecht, was mir widerfahren ist, durch die Medien im Rolls-Royce angefahren gekommen. Das ist in Deutschland, die Pressekonzerne relativ große Rechte leider und das Individuum, was durch die in den Dreck gezogen wird, ein relativ kleines. Darf ich noch etwas Positives einbringen, obwohl es so negativ klingt? Was mich auch überrascht hat, ebenfalls natürlich aus dem Buch, war die Loyalität der Mitgefangenen in ihrem Stock, dass viele, scheinbar nachweislich, ich kann das natürlich nicht nachweisen, viel Geld geboten bekommen haben, damit sie Aussagen tätigen, wie führt sich Kachelmann auf im Gefängnis und so weiter. Und jetzt gehe ich mal davon aus, dass ein Teil der Inhaftierten wirklich Verbrecher sind. Keiner hat die Hunderttausenden von Euros angenommen. Ja. Das muss doch auch Sie überrascht haben. Na, ich weiß, es hat mich eigentlich nicht überrascht. Also der Vorteil des Schweizers zumindest ist, wäre sicher auch bei den Vorarlbergern genau gleich. Wollte eigentlich nicht mal Vorarlberg der Schweiz beitreten? Ist das eigentlich, das müsste eigentlich immer noch ein Thema sein. Das war ein Thema. Ja, genau. Weil das wäre eigentlich immer noch eine wunderbare Sache, wollte ich mir überlegen. Also wenn Vorarlberg der Schweiz beitreten soll, ich wäre dafür. Herzlich willkommen. Ja, danke. Wunderbar. Gut, weil die Wien ist doch elend weit weg. Ich meine, wenn man die Wiener Politiker anschaut, was haben die bitte mit Vorarlberg zu tun, oder? Okay, wir werden auch in Wien gesendet. Gut, ja, passt schon. Also die Frage nach dem Gefängnis. Nein, Entschuldigung, Gefängnis. Ja, genau. Ich will nicht wehtun, sondern ich will mich reinfühlen. Das ist ja ein gutes Erlebnis. Die Verbrecher waren ein gutes Erlebnis. Wahrscheinlich war ich der einzige Unschuldige dort, nehme ich mal an. Das haben Sie noch Kontakt? Ich habe nur zu dem einen Kontakt, den ich auch im Buch ausführlich geschrieben habe, mein Mitreiniger, der hat mich mal kürzlich in der Schweiz wieder besucht. Mein Leben hing an
einem seidenen Faden insofern, dass wirklich auch das war, ist ein wirklich schockierend und enttäuschend. Die baden-württembergische Justiz hat wirklich alles versucht, um letztendlich mich auch mit Lügen, mit Erfindungen oder so zur Strecke zu bringen. Mit jedem, es gibt ja immer den berühmten Hofgang. Eine Stunde darf man ja im Kreis um und um gehen. Und die haben jeden, mit dem ich den Hofgang gemacht habe, haben die nachher beiseite genommen und haben dem, die Medien haben Geld geboten. Also alle diese Mitgefangenen haben über ihre Anwälte Geld geboten bekommen. Und dass ein Handy ins Gefängnis geschmuggelt wird, damit die ein Foto machen können. Weil für ein Foto hätte man damals 100.000 wahrscheinlich bekommen können. Was bekomme ich heute für das Interview? Nix, gar nichts. Eigentlich müsste ich was bekommen. Ja, ich wurde genau. Ein hervorragendes Aber das können wir ganz ehrlich sagen. Hervorragendes Koblacher Wasser. Koblawasser, Entschuldigung. Aber wenn das damals so viel Geld ist ja unfassbar. Und was natürlich auch wirklich wieder verbrecherisch ist. Und deswegen ist es auch für mich immer ein unangenehmer Moment, Baden-Württemberg zu betreten, weil die Leute von damals sind ja immer noch da. Und dass die Richter von damals immer noch Richter, dass die Staatsanwaltschaft Mannheim, dass die dort immer noch sind, zum Teil befördert worden oder so, beelendet mich. Meine Mitgefangenen sind zum Teil bei Prozessen beiseite genommen worden, hat gesagt, wir können ein bisschen was machen für das Strafmaß, wenn Sie uns was Unangenehmes über den Kachelmann erzählen. Wenn man sich vorstellt, es hätte jetzt nur einer von diesen meinen Mitgefangenen, die zum Teil, wie Sie sagen, auch oder zum größten Teil oder alle wahrscheinlich auch echte Verbrecher waren, hätte jetzt sich sagen sollen, ich gehe doch lieber 3 Jahre statt 4 Jahre und erzähle irgendwas, was der mir gesagt hat. Weil wenn dort nur einer von denen gesagt hat, ja, der hat mir auf dem Hofgang erzählt, er war es eigentlich, aber ich soll es nicht weiter sagen, dann wäre das eine sehr, sehr, sehr schwierige Situation. Also man ist in einer Situation, wo eine blutrauschige Justiz versucht, einen mit allen Mitteln zur Strecke zu bringen, auch mit illegalen Mitteln, aber natürlich dem deutschen Beamten passiert nichts, darum ist er auch deutscher Beamter. Da ist man schon sehr dankbar oder bin ich sehr dankbar, dass all diese Leute aus meinem Stockwerk, mit denen ich zu tun habe, sind alle bei der Wahrheit geblieben. Trotz aller Geldoptionen, die sie hatten, trotz der Option, weniger Jahre zu bekommen, sie sind bei der Wahrheit geblieben. Und dafür werde ich denen immer dankbar sein. Und weil, wie gesagt, deutsche Beamte, Staatsanwälte, Richter, haben gelogen. Wir haben gelogen in die Kamera zum Teil. Der eine deutsche Staatsanwalt hat, als die Anklage gemacht haben, haben die gesagt, ja, es gäbe eine Untersuchung des Messers, also mit dem angeblich sich möglicherweise, genau, und man hätte die DNA des Täters, also von mir, und Blut vom Opfer gefunden, des angeblichen Opfers, die eine Täterin ist. Beides war brandschwarz gelogen, das war zu dem Zeitpunkt auch schon klar. Aber ein deutscher Staatsanwalt, ein Beamter, lügt brandschwarz in die Kamera. Sie erwähnen das auch im Buch und auch namentlich. Ich erwähne das auch im Buch. Na gut, wir haben jetzt gegen die Staatsanwaltschaft Mannheim geklagt, okay. Auch von dem Verwaltungsgericht, das wird auch in diesem Herbst irgendwann mal rauskommen, weil das nicht sein kann. Weil es nicht sein kann, dass eine Staatsanwaltschaft wiederholt einfach in die Kamera lügt. Aber das ist dann der Moment gewesen, wo ich ein bisschen die Hoffnung, die ein bisschen kleiner wurde, irgendwie überhaupt noch vernünftig und gerecht aus der Sache rauszukommen. Weil wie gesagt, wenn Sie mich fragen, warum machen die das alle? Keine Ahnung. Geltungsbedürfnis, Wahnsinn, ich habe keine Ahnung. Genau. Und so viele Nebenklägerinnen. Auf einmal hatten sie so viele Beziehungen und Frauen, die sie überhaupt nicht gekannt haben. Das richtig, ist ja, das ist, wie meine Gemahlin hat gesagt, wie Schneeglöckchen aus dem Boden. Es hat halt Geld dafür gegeben. Es hat Geld dafür gegeben und auch Frauen lügen für Geld, manchmal auch ohne Geld. Auch Männer dürfen auch sagen. Männer, ja gut, in dem Fall waren es halt die Frauen. Okay. Ja.
auch, ich habe schon vorher, glaube ich, gesagt, also, es geht nicht darum, Männer sind keine Unschuldslämmer generell, aber mir geht es auch um die Emanzipation, auch in der Wahrnehmung. Es gibt eben auch Verbrecherinnen auf der Welt. Aber es gibt auch wunderbare Menschen auf dieser Welt. Vor allen Dingen haben Sie einen wunderbaren Menschen, der Sie unterstützt hat in dieser Geschichte. Damit sich unsere Zuseher, die das Buch noch nicht gelesen haben, vielleicht die drei, die es noch nicht gelesen haben. Passt schon. Das hätte ich bemerkt. Sie sind der einzige wahrscheinlich verbriefte Kauf in Vorarlberg bisher. Noch. Wir schauen noch. Ja, genau. Also genau, wir wollen das mal. Ja, bitte, richtig Leute, in die Kamera. Ich bekomme, glaube ich, etwa 1 Euro pro Buch. Also wenn es nicht macht, dann passt schon. Aber es würde mich freuen, einfach deswegen, weil Sie ein bisschen dann selber sehen und lesen können, was passiert ist. Übrigens, das ist derselbe. Ja. Auf dem Cover ist derselbe, der jetzt hier sitzt. Ja, genau. Ich weiß nicht genau, was Sie damit sagen wollen. Schaut da hier. Also gut, also ich will es gar nicht lieber wissen. Nein, Entschuldigung, passt. War natürlich passt. Also ein Spaß. Na, es gibt natürlich auch Menschen, die man ganz einfach dankbar sein kann. Wenn ich die Chronologie anschaue ihres Lebens und vor allen Dingen in dieser Situation, ihre Frau damals am Flughafen, ganz kurz, war mit dabei, hat von allem genauso nichts gewusst wie sie selber. Musste zu Verhandlungen, hat nicht gewusst, ist jetzt Herr Kachelmann schuldig oder nicht schuldig. Doch, das hat sie gewusst. Sie hat es gewusst. Doch, das Entschuldigung. Hat sie gewusst. Ja, Entschuldigung. Ja, sie, also ich glaube, auch sie hat es innerlich und im Kopf auch gewusst. All diese Frauen, die da was weiß ich was erzählt haben, haben nie, eine von denen hat behauptet irgendwie, dass ich das eventuell gemacht hätte. Nein, aber was, Entschuldigung. Ja, werte Zuseher, das war der dritte Teil mit Jörg Kachelmann. Ich hoffe, er war für Sie genauso interessant und spannend wie für mich. Und ich verspreche es Ihnen, im vierten Teil geht es genauso interessant weiter. Unter anderem werden wir über seine Zeit im Gefängnis sprechen, über seine Hochzeit, er hatte dann geheiratet. Und natürlich ein Thema ist, was macht Jörg Kachelmann jetzt? Ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie mit dabei waren und schalten Sie bitte unbedingt wieder nächste Woche ein, wenn es heißt Ländle Talk mit Jörg Kachelmann. Es bleibt spannend, den vierten und letzten Teil vom Ländle Talk mit Jörg Kachelmann sehen Sie dann nächste Woche. Bei uns geht es jetzt weiter mit einer interessanten Reportage und zwar haben wir uns die Region Ummakummer genauer angeschaut. Die Region rund um Akuma, das sind 4 Gemeinden, die ein Ziel verfolgen. Weiterentwicklung. Symbiose heißt das Zauberwort, das in Götzis, Altach, Koblach und Meder nicht nur geschrieben, sondern im wahrsten Sinne des Wortes gelebt wird. Beispiele für eine erfolgreiche Zusammenarbeit über die Gemeindegrenzen hinaus gibt es viele. Neben der Bündelung verschiedener Verwaltungsaufgaben, wie zum Beispiel der gemeinsamen Baurechtsverwaltung Baurecht am Kummer, ist aktuell gerade das Haus Koblach am Entstehen. Hier finden in Zukunft pflegebedürftige Menschen aus Götzis und Koblach ein neues Zuhause. Bereits bewährt hat sich auch die Kooperation in Sachen Lehrstellensuche. Extrix nennt sich das Ganze und ist eine Initiative der Wirtschaft am Kummer. 270 Mitgliedsbetriebe aus der Kummerbergregion bieten Lehrlingen hier optimale Ergänzungen zu ihrer Lehrausbildung. In die Zukunft blicken und Visionen umsetzen war vor vielen Jahren auch in Götzis angesagt. Am Garmarkt wurde ein gewagtes Projekt in die Tat umgesetzt und aus einem alten Industriegebiet ist ein wahres Vorzeigeobjekt geschaffen worden. Der Amgarmarkt hat sich natürlich in den letzten 5 Jahren zu einem weiteren Highlight in der Kummerbergregion entwickelt. Wir sind stolz darauf, dass wir Teil des Kummerbergs und Teil des Götzis sein dürfen und zusammen mit der Kummerbergregion möglichst viele Leute in die Region zu holen, nach Götzis zu holen und natürlich zu uns an den Garmarkt. Der Garmarkt ist ausgestattet mit einer wunderschönen Flanierzone, hat die Gastronomie-Szene in Götzis wiederbelebt. Es sind Geschäfte da, es sind Wohnungen da. Wir haben sehr, sehr viele Arbeitsplätze geschaffen in den letzten Jahren und sind jetzt kontinuierlich dabei, diese Entwicklung voranzutreiben mit neuen Geschäften, mit zusätzlichen Geschäften, mit zusätzlichen Innovationen und hoffen, dass der Garmarkt sich in den nächsten Jahren so weiterentwickelt wie bisher. Das Konzept geht auf und der Garmarkt entwickelt sich immer mehr zum Mittelpunkt der Region Ummakummer.
Vorausblicken und über die Gemeindegrenzen hinausschauen, das haben sich die Gemeinden Götzis, Altach, Koblach und Meder auf die Fahnen geschrieben. So wie die Bürger bei ihren täglichen Erledigungen ständig Gemeindegrenzen überschreiten, wollen die vier Kommunen zukünftig noch stärker über den gemeindepolitischen Tellerrand schauen. Miteinander reden und einander verstehen sind Voraussetzung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Nicht nur auf Gemeindeebene, sondern auch bei den Betrieben der Region. Gebrüder Ammann Installationen ist ein seit 1956 in Götzis ansässiger Familienbetrieb, welcher von den drei Geschwistern Armin, Sigrid und Markus Ammann geführt wird. Der mittelständische Handwerksbetrieb beschäftigt 16 bestens ausgebildete Fachkräfte und ist weit über die Vorarlberger Grenzen hinaus bekannt. Für den Familienbetrieb sind deshalb gut ausgebildete Mitarbeiter sowie ein gutes Arbeitsklima entscheidend und erfolgsweisend. Also wir sind ein Familienbetrieb in zweiter Generation seit 1956 und 16 Mitarbeiter als Stammpersonal, die meiner Meinung nach hochqualifiziert sind und zum Teil auch spezialisiert. Wir sind hauptsächlich tätig im Bereich Haustechnik im Rheintal und generell zu Vorarlberg und im Schweizer Rital. Im Industrie- und Anlagenbau sind wir österreichweit und auch international tätig. Persönliche Beratung, Betreuung und Service vor Ort werden von den Kunden besonders geschätzt. Der 1A-Installateurbetrieb betreut aber nicht nur Privatkunden, sondern auch die öffentliche Hand sowie Industriebetriebe. Deshalb ist der Meisterbetrieb intern in die Bereiche Wohnbau, Industrie und öffentliche Wasserversorgung unterteilt. Durch das, dass endlich jeder von uns seine Projekte von A bis Z abwickelt, hat der Kunde immer einen Ansprechpartner in der Angebots-, in der Planungs-, in der Auftragsphase generell, wo ich für den Kunden einen grossen Vorteil drin sehe. Was das sicher auch an Vorteile mit sich bringt, ist, dass man sagen kann, die Kommunikation unter drinnen geht sehr rasch, unkompliziert und Informationen können schnell austauscht werden. Im Bereich Industrie konnte Gebrüder Ammann einige nationale und internationale Projekte umsetzen. So zählen beispielsweise unter anderem die Arbeiten in der Technikzentrale der Firma Omikron, die Anlagentechnik des Bürogebäudes von Meyer Verpackungen, die Dampfübergabestation in Russland für Collini Galvanic oder die Haustechnik von Plansee Reute zu den renommiertesten Referenzen. Also wir haben ein gutes Arbeitsklima in der Firma. Man kann jeden eigentlich fragen und man hilft einander. Und ja, das ist eigentlich schöne Böse der Firma. Neben Haustechnik, Klima und Lüftungen für Wohnhäuser, Büros, öffentliche Gebäude oder Industriebetriebe zählt auch die öffentliche Wasserversorgung zu den Kernkompetenzen des Betriebs. Das Unternehmen hat sich schon seit längerer Zeit mit dem Thema erneuerbare Energien befasst und ist auch in diesem Bereich bestens für die Zukunft gerüstet. Die regionale Zusammenarbeit soll in der Wirtschaft rund um Akuma nicht nur auf Politik und Verwaltung beschränkt bleiben. Wirtschaft, Vereine und auch Freizeit- und Kultureinrichtungen sind eingeladen, verstärkt zu kooperieren. Miteinander reden und einander verstehen sind Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. So auch bei Uli Fashion. Uli Fashion ist das neue Modegeschäft in Götzis. Und zwar in der Bahnhofstraße 6 vis-à-vis vom Garmarkt. Uli Fashion bietet für alle Plus-Size-Frauen, also wo gerne modebewusst angelegt sind, eine große Auswahl. Und wir haben verschiedene Stilrichtungen, von elegant bis lässig oder sportlich. Und mein Motto ist, jede Frau, die ein bisschen feine Kurven hat, wenn noch lässig angelegt sind. Ich habe natürlich verschiedene Firmen, von Jaloux, Sempre Più, Apricot und dann von Med. Med ist eine griechische Firma. Piccadilly ist von Kanada, dann haben wir Verpass und viele mehr eigentlich noch. Durch das, dass ich in den Wechseljahren einiges zugenommen habe, war das für mich ganz ein schweres Problem, um eine lässige Mode zu kriegen. Und ich bin halt auch noch gerne ein bisschen lässig angelegt und modebewusst. Und darum bin ich auf den Ding gekommen, dass ich das Uli Plus Fashion mache. Der Sitz von uns ist in Götzis, Bahnhofstraße 6, also genau vis-à-vis vom Garnmarkt, perfekt, mitten im Zentrum und ist auch die ideale Lage für mich.
Die Region rund um Akuma hat also viel zu bieten. In Zukunft werden sich die Gemeinden noch mehr vernetzen und die Kooperationen weiter vertiefen. Das war's auch schon wieder von meiner Seite. Sie sehen im Anschluss noch den Sport mit Marc Gechter. Ich verabschiede mich bei Ihnen und wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Machen Sie's gut. Tschüss. Ich kaufe gerne im Direktvertrieb ein, weil ich durch meine Praxis, durch meine Tätigkeit tagsüber sehr ausgebucht bin. Der Direktvertrieb ermöglicht mir, besonders am Abend, mich über meine Produkte, die für mich sehr wesentlich sind, genau zu informieren. Das schätze ich sehr. Und Sicherheit gibt mir die Golden Card von der Wirtschaftskammer. Mobil, modern, menschlich. www.derdirektvertrieb.at Expert Janetz, der Serviceprofi in Rankweil mit absoluter Bose-Kompetenz. Expert Janetz in Rankweil, Ringstraße 26, www.janetz.com. Die neuen Fußballschuhe sind da. Aktuelle Modelle und trendige Farben gibt es bei Wilhelmer Teamsport in Dornbirn. Wilhelmer Teamsport, dein Partner in Sachen Fußball. Recht herzlich willkommen zum Sport hier auf Ländle TV. Fußball natürlich auch in dieser Woche wieder das bestimmende Thema. Und zwar geht es in der Regionalliga West rund. Schützenfest ist angesagt auf der Birkenwiese. Der FC Dornbirn traf auf Schwarz-Weiß Bregenz. Alle Tore sehen Sie jetzt. Fußball wird Ihnen präsentiert von Admiral. Schützenfest beim Traditionsderby zwischen dem FC Dornbirn und Schwarz-Weiß Bregenz. Bereits in der 12. Spielminute war es soweit. Kircher schlägt diesen Freistoß von rechts gefährlich vor dem Bregenzer Kasten. Die schwarz-weiße Abwehr bringt den Ball nicht weg und Dornbirn-Angreifer Lore trischt die Kugel aus dem Treffer setzen die Nassestädter nach und 2 Minuten später klingelt es erneut im Tor der Gäste. Nach diesem schönen Wechselpass von Loré tanzt Honeck 2 Bregenzer aus und schlänzt die Kugel zur 2:0 Führung ins lange Eck. Ab diesem Zeitpunkt bestimmt die Jakobetz-Truppe klar das Spielgeschehen. Die geschockten Bregenzer haben nichts mehr entgegenzusetzen und die Angriffsmaschinerie der Rothosen läuft auf vollen Touren. So war es nur eine Frage der Zeit, bis es wieder im Bregenzer Kasten klingelte. Kircher erobert in der 28. Minute die Kugel im Mittelfeld, schickt Honeck auf die Reise. Der hat keine Probleme und bezwingt Bregenz-Keeper mehr. Neuer Spielstand 3:0. Damit war bereits nach einer halben Stunde alles klar, der Sack wohl endgültig zu. Nur 6 Minuten später geht das muntere Tore-Schießen aber weiter und erneut ist es der Keeper aus der Bodenseestadt, der nach einer schönen Kombination von Kircher und Co. die Kugel aus dem Netz holen muss. Loré hieß der Torschütze zum 4:0. Der Dornbirner Torhunger war mit diesem Treffer allerdings immer noch nicht gestillt. Immer wieder nahm die Jakobetz-Elf den Bregenzer Kasten unter Beschuss und in der 44. Minute war es soweit. Joppi bedient Özüyar und der Goalgetter erhöht mit seinem 8. Saisontreffer zum 5:0 Pausenstand. In der Halbzeit reagiert Bregenz-Trainer Hans Kogler und bringt 2 frische Kräfte. Damit neutralisierten sich beide Mannschaften zusehends. Dann aber die 57. Spielminute. Bregenz-Abwehrspieler Sen sah nach diesem wiederholten Foulspiel die gelb-rote Karte. Schwarz-Weiß-Bregenz also nur noch zu 10. Doch etwas überraschend hielten die Gäste aus Bregenz nun dagegen und wurden auch für ihren Einsatz belohnt. Rupp tanzt hier 3 zu sorglos agierende Dornbirner Abwehrspieler aus und schiebt in Spielminute 68 das Leder an Seibald vorbei zum 5:1 ins lange Eck. Damit aber nicht genug. In der 80. Minute bringt die Rothosenabwehr einen Freistoß, Ball nicht aus dem Gefahrenbereich und Bregenz verkürzt durch Gomez auf 5:2.
Zwei Minuten später schlägt es aber wieder im Regen zur Tor ein. Zugkaufpass von Kircher auf Loré und der Stürmer netzt mit seinem Hattrick zum 6:2 ein. Den Schlusspunkt in diesem trefferreichen Traditionsderby gab es dann in der 89. Minute. Nach einem Kircher-Eckball ist es schließlich Heidecker, der den Ball per Kopf zum 7:2 Endstand über die Linie drückt. Ja, ist natürlich ein Traumergebnis im Derby. Gewinnt es nicht jedes Mal 7:2 und es war natürlich nicht zu erwarten. Und umso mehr freut es uns jetzt, dass wir die Regensburger mit 7 Toren heimschicken. Ich denke, dass wir erst Halbzeit einen sehr, sehr guten Fußball gespielt haben. Dass wir dann 5:0 in die Halbzeit gegangen, hätte man nie gedacht. Und die zweite Halbzeit war dann einfach die Konzentration ein bisschen, ja, ist ein bisschen verloren gegangen. Und mit der Auswechselspieler ein bisschen junge Spieler reinbracht, dann sie auch finden müssen. Und dann haben wir dann schlussendlich doch noch 2 Tore gemacht. Und ja, das passt, 7:2 ist schon ein gutes Ergebnis. Ja, Lehrspiel, das müssen andere beurteilen. Ist natürlich, wenn es 5:0 in der Halbzeit steht, mit dem rechnet man nicht. Und man rechnet auch nicht vor dem Spiel, dass es relativ, ja, leicht ausschaut. Weil leicht war es aber nicht. Aber natürlich waren wir, können wir mit dem Spiel sehr zufrieden sein. Also 7:2, so ein Derby gewinnen, hat sich in die Geschichtsbücher des FC Dornbirn. Das war's schon wieder vom Sport für diese Woche hier auf Ländle TV. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder mit dabei sind und einschalten. Bis dann.